und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comic Reviews von mir. Diesmal mit dabei habe ich den sechsten Band der aktuellen Doctor Strange Serie aus dem brandneuen Marvel-Universum und es hat ein Autorenwechsel stattgefunden. So viel erstmal vorweg. Der gute Dennis Hopless hat jetzt die Serie von Jason Aaron übernommen und der tritt auf jeden Fall in riesige Fußstapfen, weil das, was Jason Aaron bei Doctor Strange abgezogen hat, war einfach so gut geschrieben und auf den Punkt gebracht und auch genau im richtigen Moment tatsächlich beendet, weil lieber ein gutes Ende als irgendwie sowas zäh langgezogen ist. Und Jason Aaron hat den perfekten Absprung, meinen Augen, an Doctor Strange geschafft. Jetzt, wie gesagt, ist Dennis Hopless dran und Dennis Hopless hat erstmal jetzt so zwei große Aufgaben bei diesem ersten Trade, der jetzt von ihm veröffentlicht wurde. Zum einen in die Fußstapfen treten und zum anderen das Event Secret Empire sinnisch unterzubringen. Und in dem Fall hat man jetzt hier mit dem sechsten Band einen neuen Autoren und ein Tie-In zum großen Marvel-Event, was jetzt gerade stattgefunden hat und mittlerweile schon beendet ist. Allerdings, und das ist das, was Dennis Hopless wunderbar hinbekommen hat, muss man weder das Event Secret Empire hierfür lesen, noch die ersten fünf Trades, weil man bekommt natürlich von Panini im Vorwort wieder schön zusammengefasst, was bis dato passiert ist. Und die Geschichte kann tatsächlich so für sich stehen bleiben. Und auch wenn man Bock hat, nur ein einziges Doctor Strange Comics zu lesen, nichts mehr danach und nichts davor, kann man bei diesem Comic wunderbar zugreifen, weil das mehr oder weniger tatsächlich eine abgeschlossene große Geschichte ist und mit zwei One-Shots noch perfekt abgerundet wird. Es spielt, wie eben schon erwähnt, während Secret Empire, und zwar ist bei Secret Empire der Umstand, dass der Captain America hingeht, beziehungsweise der böse Captain America hingeht und eine Dark Force Glocke auf New York setzt, um dort die Helden, die sich halt in New York befinden, in dieser Dark Force Glocke gefangen zu halten, die dann wiederum in dieser Dark Force Glocke gegen riesige Monster, die so groß sind wie Gebäude, kämpfen müssen und um ihr Überleben einfach nur bangen müssen und es gar nicht wirklich schaffen, aus dieser Glocke rauszugelangen. Dr. Strange gehört zu den Helden, die in dieser Glocke gefangen sind und bei Dr. Strange ist halt so die Tatsache, dass er gerade einfach nicht so die Superkräfte hat, wie man es von Dr. Strange gewöhnt ist, beziehungsweise nicht Superkräfte, sondern magische Kräfte, was wiederum zurückzuführen auf den Jason Aaron Run ist, wo es halt diesen riesigen Kampf gegeben hat und einfach viel zu viel Magie auf der Erde aufgebraucht wurde, weswegen Dr. Strange in letzter Zeit oder beziehungsweise so im letzten Jahr auf magische Artefakte zurückgreifen muss, um gegen seine Gegner anzukommen. Er hat ihn natürlich größtenteils oder beziehungsweise alle, die er besitzt, in Sanctum Sanctorum gefangen. Und da der böse Captain America natürlich sehr durchdacht an diese ganze Sache rangegangen ist, hat er natürlich auch einen von seinen Schergen in diese Dark Force Glocke mit reingepackt, der wiederum der Erzfeind vom guten Dr. Strange ist, nämlich Baron Maron. Heißt er Maron? Oh, ich hoffe gerade, er heißt Maron. Mardo. Baron Mardo. Und der Baron Mardo schafft es direkt am Anfang der Storyline, den Dr. Strange sein Sanctum Sanctorum, sein Haus wegzunehmen und an den Besitz all seiner Artefakte zu kommen, was wiederum dazu führt, dass der Dr. Strange sich ein kleines Team innerhalb dieser Dark Force Glocke zusammensuchen muss. Dazu gehört direkt am Anfang, also zumindest ziemlich schnell am Anfang, direkt Spider-Woman und Ben Ulrich, der wohl mit Spider-Woman schon seit längerer Zeit unterwegs ist, der wiederum ein Reporter ist. Der Name kommt mir so bekannt vor, aber ich kenne die Spider-Woman-Serie nicht, deswegen kann ich ihn bis dato nicht. Finde ihn jetzt aber durch den Band hier sehr sympathisch, kann ich an der Stelle sagen. Und das Gespann hat mir zu dem Zeitpunkt schon sehr viel Spaß gemacht. Allerdings hat man ja auf dem Rückcover schon eindrucksvoll sehen können, dass der Kingpin auch eine große Rolle in dem Band spielen kann. Und das war dann tatsächlich der Moment, wo der Band so richtig Fahrt aufgenommen hat, als dann der gute, beziehungsweise der böse Wilson Fisk, aka Kingpin, mit ins Team reinkommt, als er sich so mehr oder weniger einkäuft, kann man schon fast sagen. Ich möchte euch nicht spoilern, wie er dann genau dazu kommt, kann nur sagen, als sie da mit ihm zusammen unterwegs sind, ballert er aber halt so raus, dass er noch so ein Geheim versteckt hat mit jede Menge Artefakten, die ihn halt bei dem Kampf helfen könnten gegen die riesigen Monster, die halt in dieser Dark Force Glocke am Start sind und im Kampf gegen den guten Baron Mardo. Es ist einfach unglaublich toll geschrieben. Dr. Strange ist so auf den Punkt geschrieben, auch Wilson Fisk, ein Charakter, den ich in den letzten ein, zwei Jahren extremst lieb gewonnen habe. Zum einen durch die Daredevil, die erste Staffel, und durch den Civil War 2 Megaband, wo die schöne Miniserie von drin ist, und die darauf folgende US-Serie. Die waren einfach so gut geschrieben und haben mir den Charakter so ein krasses Stückchen näher gebracht. Und dann kommt noch so ein wunderschöner Band jetzt, wie in dem Fall dieser Teil in der her, der auch nochmal den Charakter von Wilson Fisk, wo man momentan echt nicht weiß, was der im Schilde führt, wunderbar einfangen, weil Wilson Fisk ist ja aktuell nicht mehr der Kingpin, deswegen wird er jetzt auch nur noch Wilson Fisk genannt und versucht sich jetzt halt so als guter Samariter irgendwie in die Stadt New York einzubringen und in dem Fall halt eine Partnerschaft mit dem guten Dr. Strange. Dazu kommt noch, dass er Dennis Hopless seine Hausaufgaben sehr gut gemacht hat und auch andere wichtige Sachen aus dem Jason Aaron Run wiederum hier sehr wichtig macht. Und das ist in dem Fall der Umstand, dass wenn man ein magisches Artefakt benutzt, dass man immer irgendetwas dafür geben muss, beziehungsweise, dass es immer so ein Wendeblatt hat, was man ja bei Dr. Strange beim Jason Aaron Run richtig schön
sehen konnte, wo der ganze Ballast, den er hatte, zu so einem riesigen Viech geworden ist. Und das spielt dann halt innerhalb der Geschichte, als dann die Truppe, die mit Dr. Strange unterwegs ist, die Artefakte bekommt, eine riesige Rolle. Sehr guter Band, funktioniert, wie gesagt, in sich geschlossen, wunderbar. Einer der besten, ich würde sagen, Miniserien, würde man schon fast, könnte ich schon fast behaupten, die in den letzten Jahren erschienen ist. Allerdings ist in den USA innerhalb der normalen Dr. Strange Heftserie erschienen, deswegen bei uns auch innerhalb der normalen Heftserie, ist halt, wie gesagt, ein Tie-In. Funktioniert, muss ich an der Stelle unbedingt nochmal erwähnen, aber auch so in sich geschlossen. Extremst guter Comic, der auch noch wunderschön gezeichnet ist, echt wirklich wunderschön gezeichnet ist und bekommt von mir wohlverdient 9 von 10 Punkten und eine absolute Kaufempfehlung. Solltet ihr definitiv reingucken, auch wenn ihr bis dato noch gar nichts von Dr. Strange gelesen habt. Das war's meinerseits. Bitte ballert mir eure Meinung in die Kommentare rein, ob ihr den Dr. Strange Band auch so hart abgefeiert habt wie ich. Und ansonsten sei gesagt, lasst einen Daumen nach oben da und seht uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein! Yeah.